Nach der gestrigen Festnahme von WikiLeaks-Gründer Julian Assange gibt es heute Streit um dessen Auslieferung an die USA. Wir schauen auf den Bundestag. Dort war heute das Thema Europa in der Debatte. Und das wenige Wochen vor der Europawahl im Mai. Und Angela Merkel und der ukrainische Präsident Poroschenko haben sich getroffen, allerdings mitten im Wahlkampf. Das sorgt für Ärger. Das alles um 23 Uhr hier bei der Tag.